Warum hast du dich auch mit einem Zornbold-König eingelassen? König Efferdan ist kein... Zornbold heißt nur seine Familie. Aber warum glauben dann alle, dass du Unglück bringst? Ich bringe kein Unglück. Komm, vielleicht kennt die uralte Frau dort den Weg zum Feenforscher. Sie soll uns in ihrem Wagen fahren. Warte, lass mich reden. Du spielst gut auf der Laute. Danke. Es ist das Lied eines geliebten Menschen. Eines geliebten Menschen? Bitte, wer seid ihr überhaupt? Und warum schleicht ihr euch an mein Lager? Wir kommen aus Andergast und sind auf dem Weg nach Norden, in die Blutzinnen. Das ist Nuri. Und ich bin Geron. Die Blutzinnen? Was wollt ihr denn dort? Wir sind auf der Suche nach einem Gelehrten. Es ist sehr verstrickt. Ich kann nicht alles erklären. Schon gut. Ich bin nicht neugierig. Nur vorsichtig. Sei gegrüßt, Rabe. Was hat denn der Rabe mit euch? Du Unglücksbringer, Borons Bote. Du und deine Sippe. Ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Oha. Verschwinde! Haltet euch fern von Borons Boten. Sag mir mehr. Und wer bist du? Ach ja, ich bin Isida, die Gauklerbraut. Aber jetzt Witwe. Was ist deinem Mann zugestoßen? Ach, mein Darian. Er war ein wunderbarer Akrobat. Ich spielte zu seinen Auftritten auf der Laute und sang. Aber unsere Künste brachten nichts mehr ein. Also ließ er das Seil so hochspannen wie noch nie. Du meinst... Keine letzten Worte. Und kein letzter Wunsch, den ich im Herzen behalten kann. Das ist... Ich weiß, wie du... Ist schon gut. Wohin fährst du? Ich bin auf dem Weg nach Andergast. Wie ihr vielleicht wisst, wird dort die Königin von Nostria erwartet. Auf dem Volksfest will ich meine Künste darbieten. Aber jetzt ist ein Rad am Wagen gebrochen. Und ich sitze hier fest. Mit dem Gauklerwagen kämen wir viel schneller voran. Aber du solltest Andergast besser meiden, Isida. Wie kommst du darauf? Ich kehre nicht um. In Andergast beäugt man Fremde sehr misstrauisch. Gerade Frauen wie dich. Was ist, wenn sie dich für eine Hexe halten und Jagd auf dich machen? Bei Rethos Bart. Ich war schon oft in Andergast. Sowas kannst du mir nicht erzählen. Naja, Nuri ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Ach was. Ganz Andergast ist voller Krähen. Sie belästigen die Leute und niemand kommt gegen sie an. Das klingt abenteuerlich. Das Volksfest wurde abgesagt. Das wäre dann nur verlorene Zeit für mich. Bisher seid ihr wohl ehrlich gewesen. Aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Der Rabe. Er kam aus Richtung Andergast. Vielleicht ist er ein schlechtes Omen. Mit diesem Unglücksboten will ich nichts zu tun haben. Ich kehre wohl besser um. Aber mein Problem bleibt. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Dann werden wir das Rad reparieren müssen. Und wenn ich das Rad für dich repariere? Viel Glück dabei. Es ist zerborsten. Ich kann noch Heile machen. Du könntest uns doch nach Norden mitnehmen. Das Reisen in der Gruppe ist viel sicherer. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Komm wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Nichts leichter als das. Ich kann auch bestimmt. Nuri kann auch bestimmt das Wagenrad der Heile machen. Es geht doch bestimmt. Wolltest du nicht die Gegend auskundschaften? Es ist Nacht und ich bin keine Eule, Dummkopf. Dann flattere zumindest irgendwo anders rum. Du hast die alte Frau zu Tode erschreckt. Ganz wie du willst. Ich bin Undank gewohnt. Dann mach mal Heilung. Abgehakt.
abgeschlossen. Abgeschlossen. Aha, okay. Hey! Das gestutzte Einhorn mag Geron nicht. Einhorn? Keine Sorge. Es gibt Einhörner. Ist stoisch wie eine Eiche. Es gibt Einhörner in dieser Geschichte. Ich bin Fan. Ruhe dich etwas aus. Uns steht noch ein langer Weg bevor. Wie lang? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie auf Reisen. Ich hoffe, es geht alles gut. Mach dir keine Sorgen. Der Vogelmann wird auf uns Acht geben. Diesem Raben traue ich kein Stück. Ich meine nicht den Raben. Ich meine den Vogelmann. Er trägt ein buntes Federkleid, umhüllt von Sternenstaub. Und wenn er auf seiner Flöte spielt, dann zerreißt es unsere Herzen vor Fernweh. Es ist das Lied der Freiheit, Geron. Du musst nur hinhören. Es ist wunderschön. Vogelmann? Du meinst Aves, den Schutzgott der Abenteurer. Wo wir auch hingehen, er wird uns beistehen. Ja, das auch, aber... Warum vertraust du dem Raben? Er will uns doch nur helfen. Er hat keinen Grund dazu. Außerdem beleidigt er mich pausenlos. Du machst es ihm auch nicht gerade leicht, nett zu dir zu sein. Er ist ein guter Vogel. Und ich glaube, indem er uns hilft, will er sich das selbst beweisen. Und du, Geron, musst endlich lernen zu vertrauen. Es sind nicht immer alle gegen dich. Ich bin Vogelfänger. Ich vertraue keinem verdammten Vogel. Was ist, wenn der Vogelmann uns nicht beschützt? Was ist, wenn uns etwas zustößt? Hör auf! Du machst mich ja ganz verrückt. Ich werde jetzt Sterne zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Stunden später. Sechs. Bei den Göttern. Das kann nicht dein Ernst sein. Du solltest es auch versuchen. Du wärst gleich viel ruhiger. 37. Da. Du hast einen vergessen. So gefällst du mir doch gleich viel besser. Bist du nicht auch müde? Kein bisschen. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Es ist nicht gut, wenn Dinge zerbrochen sind. Aber mehr kann ich nicht. Hier, das Rad. Größere Zauber kosten mich jenseits des Feenreichs zu viel Kraft. Ich würde ausgehen wie ein kleines, schüchternes Flämmchen. Aber Dinge reparieren geht. Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Sag mir einfach, was ich heil machen soll. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Wenn also ein Krug in 7 Scherben zerbrochen ist, dann musst du alle 7 Scherben haben. Und dann musst du sagen, ich wünsche, das ich wünsche, ist sehr wichtig. Na dann. Oh, wir brauchen noch mehr Teile. Na gut, wir müssen noch irgendwo... Die Achse ist zum Glück noch ganz. Erst muss ich das Rad reparieren. Es klappt so nicht. Dann versuchen wir es trotzdem. Ich muss erst die restlichen Teile finden. Ah, okay. Und wo tun wir das? Dachluke. Auf dem Weg komme ich nicht in den... Als ob am Wagen Teile sind. An den Ufern der Andra haben Gwynling und ich früher Libellen gefangen, die er dann aufgespießt hat. Ja, vielleicht können wir mit dem Messer... Wenn ich das Schloss aufbreche, nimmt die Puppenspielerin uns erst recht nicht mit. Und noch nicht.
Nee, das denke ich gar nicht mehr dran. Das kann ich nicht schnappen. Ja. An den Ufern der Andra haben Gwynling und ich früher Libellen gefangen, die er dann aufgespießt hat. Oha. Wo finden wir den Rest des Wagenrads? Wer ist das? Vielleicht Isilda? Wie geht es dir? Es geht. Und wenn ich da... Viel Glück. Komm wieder, wenn... Weißt du, wo die restlichen Teile sind? Keine Zeit für Ex... Vielleicht weißt du das. Ich muss erst... Das Feuer hat genug Holz. Lass es ruhig. Hoffentlich lockt das Feuer keine wilden Tiere an. Ja. Vielleicht kann die Fee auch Feuer zaubern. Dann wäre sie auf der Reise wenigstens nützlich. Also schön. Ich wünsche mir... Du hältst mich schon wieder zum Narren, richtig? Solange nicht alle Teile beisammen sind, geht es natürlich nicht. Richtig. Natürlich nicht. Wofür nicht die anderen Teile? Meine Magie ist zu schwach, um ein Schloss zu knacken. Habe ich alles schon versucht. Ja, vielleicht, aber... Die Achse. Das übersteigt meine... Was kannst du eigentlich? Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Natürlich nicht. Geht nicht kaputt. Tja, also... Was tun jetzt? Da fällt mir jetzt auch nicht mehr viel ein. Uferböschung. Nicht mehr weiter. Aber wo sind die restlichen Wagenteile? Das ist. Nuri. So wird es doch nichts. Ich schaue mich mal weiter um. Tja, umschauen ist gut. Gestutzte Einhorn mag Geron nicht. Einhorn? Keine Sorge. Meine Imra ist stoisch wie eine Eiche. Verböschung. An den Ufern der Erde. Augenblick, da liegt doch was. Ach, als ob. Teil des Wagenrades. Ich habe das doch mehrere Male untersucht. Ich habe doch hier schon... So, jetzt. Also schön. Ich wünsche mir... Hey! Wirklich sehr komisch. Ein schönes Rad. Oh, du kannst zaubern? Nicht mehr viel. Bist du eine Druidentochter? Nein. Ich bin Nuri Darinella Wanda,
Kannst du zaubern? So etwas nicht, aber ich kenne einen anderen Zauber. Wirklich? Darian und ich haben unser Publikum geradezu geblendet. Gib acht. Ui, so ein schönes, helles Licht. Aber zauberst du immer mit diesem weißen Pulver? Welches Pulver? Und es tut dir nicht weh, Licht zu beschwören? Lindert das Pulver die Schmerzen? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Tja. Nun, das war ein Rat. Es hält. Wunderbar. Dann ist das Feenmädchen ja nicht völlig nutzlos. Auf geht's. Das Rad hängt wieder an der Achse. Wärst du jetzt bereit, uns ein Stück mitzunehmen? Ihr habt den Wagen repariert. Und bei Travia, ein wenig Gesellschaft kann ich gut gebrauchen. Hier sind die Schlüssel zum Wagen. Ich bleibe noch etwas am Feuer. Dann müssen wir es nicht knacken. Sehr schön. Öffne die Wagentür. Lass uns reingehen. Der Tag war schön. Oh ja, und wie. Ich habe die Eichblattqueste gewonnen. Was machen wir als nächstes? Wir schlafen. Sieh mal. Das ist das weiße Pulver, mit dem die runzlige Frau das gleißende Licht beschwört. Ich habe gesehen, wie sie es ins Feuer geworfen hat. Rühr das nicht an. Wer weiß, was es ist. Ich schlafe auf dem Bett. Du schläfst auf dem Teppich. Was? Was war das? Es kam von draußen. Nein, hier war niemand. Oh je. Sie lügt. Bedauerlich. Wer lügt? Schnell, mach wieder zu. Steck dich. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch, sie sind hier. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, Fettchen. Wo sie sind. Los geht's. Bitte, ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Oh wei. Was ist los? Zwei seltsame Gestalten suchen nach uns. Noch wissen sie nicht, wo wir sind, aber sie bedrohen Isida. Oh nein, wir müssen ihr helfen. Ich muss diese Kreaturen irgendwie ablenken. Oder vertreiben. Oh wei. Bevor wir uns hier einschließen, können wir auch gleich aufgeben. Okay, wir müssen entkommen. Wie war's mit meinem Vorschlag, einfach die Pferde zu spannen und los? Oha. Die halten mich nur auf. Und Lederpuppen. Er ist hohl. Ein Puppenkopf. Okay. Ein Messingtopf. Mit bloßen Händen. Sehr schön. Dieses Zeug nicht an. Aber wir haben noch jetzt ein Messing, einen Puppenkopf. Wie können wir damit? Hoffentlich hält das Pulver, was es verspricht. Können die Gegner blenden? Ja, eine andere Möglichkeit sehe ich hier gerade nicht. Pen Paper Würfel. Wir müssen Easy da helfen. Bleib du bei der Tür. Ja. Die Tür bleibt zu. Okay. Bevor wir uns... Wenn ich jetzt rausgehe... Tja. Wie wollen wir sie dann sonst? Puppenkopf, Magnesium, Pulver. Nein. Wird doch nichts.
Nein, was soll das auch... Okay. Der bleibt besser bei... Was tun wir hier? Oh, eine Leitung. Ein Lappen. Die Vorhang können wir offen lassen. Aber mit der Leiter kommen wir jetzt bestimmt da hinauf. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte. Ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Nein, nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Das hatten wir alles schon. Das können wir jetzt... Vielleicht verscheucht ihn dieses Pulver. Aber wenn nicht, ist alles aus. Ja. In dem Kopf kann ich das Blendpulver gut ins Feuer werfen. Aber ich muss ihn versiegeln, sonst fällt es raus. Ah, okay. Wie können wir es mit dem Lappen tun? Ich könnte die Halsöffnung mit dem Lappen zustopfen. Jetzt rieselt nichts mehr raus. Mach schnell! Sie verschwenden. Sie sind... Nein. Oh nein. Jetzt schnell. Habe ich schon zu viel Zeit vergeudet? Ach du Scheiße. Die Kreatur kommt zum Kutschbock. Ich muss uns hier wegbringen. Was ist mit Isida? Es geht ihr gut. Sie ist geflohen. Aber ihr Schrei. Die Kreaturen haben sie verletzt. Doch dann haben Ach du sie Scheiße. Abgelassen. Aber... Und dann ist sie in den Wald gerannt. Nuri, wir müssen hier sofort... Hey Modi, willkommen im Team. Ich hab grad ihr Leben auf dem Spiel gesetzt und wahrscheinlich gleich das Spiel Leben von... Wir werden alle sterben. Sie ist tot. Kenn ich vielleicht trotzdem noch? Ins Feuer. Steh mir bei. Ach ja, jetzt ist es. Nachdem sie tot ist, jetzt geht's auf einmal. Es hat nicht funktioniert. Natürlich hat es nicht funktioniert. Oh, schreck das nach. Die halten mich nur auf. Nee, gibt's nicht viele Optionen mehr. Wenn ich jetzt raus. Ich hätte noch ein Messer parat, also zur Not. Ich verhalte mich besser ruhig. Das können wir nicht mit der Hand aufheben. Mit bloßen Händen fasse ich dieses Zeug nicht an. Bleib du bei der Tür. Ja, also den Vorhang noch mal schließen. Tja, sag was. Also wir hätten hier theoretisch Magnesium, aber können wir irgendwas kaputt machen? So leicht zerbricht das nicht. Okay. Ich bin schon völlig verwirrt. Ja, offensichtlich. Keine Zeit für... Können wir vielleicht irgendwie... würde auf den Bock und mit dem Wagen abhauen. Ja, aber das... Wie sollen wir das anstellen? Das wirkt nur auf Leid. Das hätte die Puppen... Können wir hier runter oder so? Oder
Zugpferd. Mein Arm ist zu. Let's go. Mühlpferdchen. Puppenkopf, Schauspielerin. Tja. Da hilft wohl nicht mal Nuris Magie. Und schon gar nicht meine. Also. So weit weg. Da fällt mir nichts mehr ein. Das Schloss können wir nicht öffnen, oder? Wenn ich jetzt rausgehe. Nee, können wir nicht machen. Ich würde das Schloss öffnen und da und mich auf den Wagen setzen und hopp. Das wäre meine Idee. Aber ich komme nicht raus. Das ist das Ding. Tja. Die Tür bleibt. Ich verhalte mich. Bleib du bei der Tür. Tja, also. Noch bin ich nicht lebensmüde. Wir können das Messer vielleicht werfen von die oben. Die halten mich nur auf. Die halten mich. Nee, kann man nicht. Das kann ich nicht. Kann ich irgendwas anderes schneiden? Den Vorhang zerschnippeln. Vielleicht hilft uns der Vorhang. Ach, was Unsinn. Das Schloss aufschnippeln. Das kann ich nicht zerstückeln. Nuri zerstückeln. Ich habe entschieden, die Fee nicht zu töten und dabei bleibt. Okay. Das kann ich nicht schneiden. Magnesium schneiden. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Gliederpuppen schneiden. Das hätte die Puppenspielerin. Tja, was denn? Mir gehen langsam die Optionen aus. Modi. Wie soll ich daran? Auf den Bock springen? Ist gut gesagt. Tja. Komplettlösung raussuchen. Ja, wenn gar nichts mehr hilft. Da sieht noch wer irgendeine Lösung. Tja. Hättest du einen Alchemisten dabei und einmal jetzt. Ja.